Wenn ein Mensch geboren wird, wird eine bestimmte Software in ihm festgelegt, die eine Kombination aus Zeit, Energie und den Informationen ist, die er mit sich trägt. Diese drei zusammen werden verschiedene Aspekte des Lebens bestimmen. Diese drei zusammen werden sogar bestimmen, wie lange ein Mensch lebt und wie er lebt. Wenn das also so ist, ist das alles vorherbestimmt? Die Information ist definitiv vorherbestimmt. Das bedeutet nicht, dass du keine neue Information aufnehmen kannst. Es ist nur, dass es dich quasi zu einer bestimmten Art von Dingen drückt oder zieht, abhängig davon, was für eine Art von Information du hast. Aber das hält dich nicht davon ab, heute frische Informationen aufzunehmen, in diesem Moment. Energie wird für verschiedene Aspekte des Lebens verteilt. Diese Information, über die wir gesprochen haben, der ganze Haufen an Information, wird als Sanchitta oder Sanchitta-Karma bezeichnet. Die verteilte Information, mit der umgegangen werden muss, die eiliger, ausdrücklicher und ein bisschen zwanghafter ist als der Rest. Diese Information, die du hast, kommt von anderswo, was das Leben angesammelt hat. Die Energie, die im System verteilt ist, verteilt sich entsprechend dem Wesen der Information. Wenn deine Information oder die karmische Information, sagen wir zum Beispiel, zur Körperlichkeit neigt oder sich in diese Richtung bewegt, wirst du sehen, dass sich die Energien in der physischen Struktur dessen, was du bist, verteilen. Wenn sich die Information deinem intellektuellen Prozess zuneigt, verteilt sich die Energie dementsprechend in dieser Aktivität. Wenn die Information sehr emotional ist, verteilt sich die Energie in dieser Dimension. Wenn sie in eine spirituelle Dimension neigt, dann verteilt sich die Energie in dieser Richtung. Diese Verteilung geschieht durch natürliche Tendenzen, was aber nicht bedeutet, dass man sie nicht neu zuweisen kann. Man kann sie neu zuweisen, aber wenn du einfach nur deinen Neigungen folgst, ja, dann ist das Leben vorbestimmt. Wenn du zu 100% ein Sklave deiner Neigungen bist, ist das Leben vorbestimmt. Wir können sehr einfach vorhersagen, was passieren wird. Umverteilung von Energie, wie wir unsere Energien verwalten, in welche Richtung wir unsere Energien fokussieren, verstärken oder vermindern wir sie, diese Dinge liegen sehr wohl in unseren Händen. Aber die dritte Dimension, die ein wichtiger Bestandteil des eigenen Lebens ist, ist die Zeit. Zeit läuft permanent ab. Du kannst sie nicht verlangsamen, du kannst sie nicht beschleunigen.
Du kannst deine Energie sparen, du kannst deine Energie umherwerfen, du kannst sie entwickeln, du kannst sie phänomenal groß oder lasch machen. Aber Zeit läuft davon. Diese Zeit hat also ihre eigene Intelligenz und sie fließt nach bestimmten Parametern karmischer Information und der Energieverteilung, die in jemandes System verfügbar ist. Können wir also nichts dagegen tun? Wir können, aber das ist eine viel schwerer fassbare Dimension des Lebens als die anderen beiden. Die anderen beiden sind viel einfacher zu verwalten und im eigenen Leben zu manifestieren. Energie zu erzeugen und zu verwenden auf die Art, die du möchtest, deinen Neigungen nicht zu gestatten, die Natur deines Denkens und deine Emotionen und deine Aktivitäten zu bestimmen, ist wesentlich einfacher, als Kontrolle über die Zeit zu übernehmen. Sogar Adiyogi übernahm nur Kontrolle über die Zeit, wenn er in bestimmten Zuständen war. Wenn er in solchen Zuständen war, bezeichnen wir ihn als Kala Bhairava, dass er Kontrolle über die Zeit übernommen hat. Zeit bestimmt die Eigenschaften oder die Dauer von jemandes Leben und Tod. Beides, Leben und Tod, sind innerhalb des Einflussbereichs der Zeit. Also Zeit, jemand, der Herrschaft über die Zeit erlangt hat, hat die Herrschaft über Leben und Tod. Jemand, der Herrschaft über seine Energien hat, hat absolute Herrschaft über sein Leben, aber nicht über seinen Tod. Jemand, der Herrschaft über seine Informationen hat, oder jemand, der Herrschaft über die Neigungen hat, die durch die Information verursacht werden, oder jemand, der frei ist von Neigungen, die von der Art der karmischen Information, die du trägst, verursacht werden, hat Herrschaft über die Qualität seines Lebens, ob das hier angenehm oder unangenehm ist. Jemand, der Herrschaft über seine Energien hat, wird die Art seiner Aktivitäten und wie er lebt bestimmen. Jemand, der Herrschaft über die Zeit hat, wird die Art seines Lebens und seines Todes bestimmen. Und er kann bestimmen, ob er leben oder sterben möchte. Daher bilden diese drei Komponenten das Leben. Diese drei Komponenten zusammen sind das, was du gerade bist. Die Ansammlung des Körpers, die Ansammlung der Information ist grundsätzlich bestimmt durch diese Aspekte. Abhängig davon, welche Art von karmischer Information du hast, neigst du dazu, dich einer bestimmten Art von Information zuzuwenden, einer bestimmten Art von Aktivität. Abhängig davon, wie deine Energie verteilt ist, neigst du natürlich dazu, bestimmte Arten von Aktivität zu wählen. Sie haben mich also gefragt, Sadhguru, unsere Aktivität, ist sie denn kein Hindernis? Wenn wir Aktivität aufgeben, werden wir spirituell nicht schnellere Fortschritte machen? Wenn du alle Ebenen von Aktivität aufgeben kannst, ja, selbstverständlich. Aktivitäten aufzugeben, alle Ebenen von Aktivitäten beinhaltet, Nahrung und auf die Toilette zu gehen und das, was in deinem Geist passiert. Naishkarma ist das beste Karma. Das heißt, keine Aktivität. Alles steht still. Du hörst einfach auf zu arbeiten, das ist kein schönes Karma, das ist Faulenzen. Das ist schlechtes Karma. Und wenn du einfach deine Augen schließt und hier tagelang sitzt, heißt das, dass du diesem Wesen etwas Gutes tust. Du hast mit allem aufgehört und sitzt einfach nur hier. Das bedeutet, dass du diesem Wesen etwas absolut Wundervolles tust. Dann sind wir zufrieden mit dir. Wenn du dir etwas Großartiges tust, sind wir zufrieden mit dir. Wenn du das nicht kannst, musst du etwas Nützliches für 10 Leute um dich herum tun.
Wenn du das auch nicht kannst, dann musst du einfach nur lernen zuzuhören, was andere Menschen sagen. Du musst entweder für dich selbst nützlich sein oder für ein paar Menschen um dich herum. Wenn du beides nicht kannst, was für einen Sinn hat dann das Leben, frage ich. Du kannst also nicht absolut dies und absolut das machen. Deshalb ein bisschen Augen schließen, ein bisschen Aktivität. Nicht nur ein bisschen, Sadhguru, den ganzen Tag. Das bezeichne ich als ein bisschen. Because 24, 24. Ist das so eine große Zahl? Ist 24 eine sehr große Zahl? Sogar dieses kleine Kind weiß, was 24 ist. Ja, ja, seht ihr? Sogar dieses kleine Baby weiß, was 24 ist. Die ganzen 24 Stunden müssen entweder in Sadhana oder in Arbeit investiert werden. Was ist mit meinem Schlaf? Der sollte auch Sadhana werden. Und auch ein Werkzeug für die Arbeit. Ruhe ist die Grundlage für Aktivität, versteht ihr? Ausruhen hat für sich selbst keinen Zweck. Wenn du dich einfach nur ausruhen willst, musst du in Frieden ruhen. Wenn du nur das Ausruhen üben möchtest, dann werden wir dich begraben. Du kannst Ausruhen üben. Ausruhen wird nur als Basis benötigt, um jede Aktivität basiert auf Ruhe. Daher wollen wir, dass ihr in einem ausgeruhten Zustand seid, damit ihr aktiv sein könnt. Schlafen und Aufwachen ist daher nur Verwaltung von Energien, das ist alles. Zeit kannst du nicht verwalten, sie läuft. Wenn du sitzt, läuft sie, wenn du stehst, läuft sie, wenn du schläfst, läuft sie. Du kannst sie nicht aufhalten. Aber Schlaf und Aktivität sind ein Weg, um deine Energien zu verwalten und ein Weg, morgen früh mit neuer Kraft zurückzukommen. Wenn du läufst, 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 bist du wie ein Akku langsam. Also lädst du ihn wieder auf und kommst zurück. Die Idee hinter dem Aufladen eines Akkus ist, dass man ihn wieder benutzen kann, oder nicht? Niemand lädt einen Akku auf, einfach nur um einen Akku aufzuladen. Du lädst einen Akku, weil du ihn benutzen willst. Wenn also jemand nicht intellektuell versteht, wenn jemand diese drei Dimensionen in einem selbst erfasst, dass du eine Kombination aus Zeit, Energien und Information bist, wenn du diese drei Dinge dirigieren kannst, wenn du alle diese drei Dinge effizient dirigieren kannst, dann bist du in jeder Hinsicht frei, auf jede Weise. Das ist Befreiung. Das ist Mukti. Wenn du alle diese drei Dinge bewusst dirigieren kannst, bist du 100% frei. Wenn du nur deine Information bewusst leiten kannst und du sie gut verwaltest, bist du zu 33% frei. Du hast noch immer keine Mindestpunktzahl. Wenn du deine Energien und auch deine Informationen gut verwaltest, bist du bei 66% in Ordnung. Das machst du okay. Aber wenn du alle drei schaffst, dann bist du frei.